Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um den Contact Frame für den LGA 1700 Sockel von der Firma Thermalrite. Bevor wir den natürlich einbauen, lassen wir erstmal einen Benchmark durchlaufen. Ich nutze hier erstmal das Cinebench R23, lasse den für 10 Minuten durchlaufen. Ihr müsst euch das jetzt nicht anschauen, es wird sofort nach vorn gespult. Ihr seht rechts die Temperaturen, also relativ unkonstant, aber einen Mittelwert da auszurechnen ist halt schwierig, aber genau, wir warten erstmal ab, was dabei rauskommt. Natürlich schauen wir auch auf Spiele, wie sich da die Temperatur verhält. Ich habe hier als Beispiel Apex laufen. Da sind die Temperaturen halt auch schwankend. Na, ihr seht hier, fängt bei 58 Grad an. Das ist jetzt ungefähr, ich habe ein paar Minuten gespielt, bis maximal so 72 Grad. Ja. Ist jetzt nicht so viel. Mal gucken, ob der Contact Frame was bringt. Der World War 3 nochmal als Referenz. Da sind die Temperaturen ungefähr zwischen 56 und 60, 61 Grad. So, und natürlich müsst ihr euch den Ausbau auch nicht oder das CPU-Kühler, den Ausbau des CPU-Kühlers nicht komplett anschauen. Lassen wir hier mal schnell durchlaufen. Ja, weiß ja jeder, wer schon mal einen Rechner zusammengebaut hat, wie das funktioniert, das müssen wir nicht erklären. Genau, alles raus, um an die CPU heranzukommen. So, ihr seht hier die Wärmeleitpaste. Ich habe die von Arctix, die MX6 genutzt. Da waren auch so schöne Tücher dabei zum Saubermachen. Das ist, also die finde ich relativ gut, bis auf den Geruch, der ist ein bisschen nervtötend. Ja, könnt aber auch einfach Isopropanol nehmen und ein fusselarmes Tuch und dann passt das. So, hier ist der Contact Frame nochmal zu sehen, den wir gleich nutzen werden. Ein schöner Schlüssel ist dabei, das ist sehr gut. Also ich finde das sehr schön, dass da ein Werkzeug dabei ist. Nicht jeder hat sowas zu Hause. Genau, einfach abschrauben und dann liegt der Prozessor frei. Ich habe versucht, den Prozessor so wenig wie möglich, also besser gesagt gar nicht zu bewegen. Das war mir sehr wichtig. So, den Frame, wie man den auflegt, genauso wie den Prozessor, es ist eine Markierung vorhanden. Ich lasse ihn einfach reinfallen, richte ihn ein bisschen aus, dass die Löcher einigermaßen passen, das macht es einfacher. Dieselben Schrauben wie für den CPU-Halter nutze ich nochmal. Und da gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen, wenn man danach schaut im Internet, findet man verschiedene Vorgehensweisen, wie man die Schrauben anziehen soll. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein genauer Ablauf hier mit 90 Grad drehen und so weiter und so fort nicht zwingend notwendig ist. Wichtig ist, dass ihr das über Kreuz festzieht. Immer nur leicht, eine halbe Umdrehung, merkt euch, wie weit ihr gedreht habt, aber ihr müsst nicht hier ein Winkelmesser anlegen. Das ist nicht notwendig. Ne? Und ich bin sehr vorsichtig, drehe immer nur so. Man spürt ja auch immer so eine Gegenwehr. Ja, ist die Schraube jetzt fest? Ja oder nein? Und ja, ein richtiges Maß, sind angeblich 0,6 Newtonmeter. Das ist ja fast gar nichts, sage ich jetzt mal so. Genau, ich bin jetzt hier schon sozusagen am Ende. Die Schrauben haben eine gute Fassung und jetzt ist im Prinzip sozusagen das werden die 0,6 Newtonmeter, die ich hier haargenau einhalte, werden jetzt hier gerade angezogen. Also wirklich bloß ganz leichten Druck. Na, ihr braucht da nicht die Schrauben anziehen, dass ihr hinten durchs Mainboard hinten wieder durchschauen komplett. Ja, und dann geht es auch schon los. Hier die Arctic MX6 Wärmeleitpaste trage ich wieder auf. Wir wollen ja auch nicht, dass die Ergebnisse verfälscht werden. Und ich bin halt ein Freund von der Spachtel oder von dem Spatel, von dem Verteilen. Grundsätzlich ist ja die Wärmeleitpaste auch bloß dafür da, um Unebenheiten bzw. halt eben diese Struktur des Prozessors, also eine gerade Auflagefläche zu erzeugen. Na, die rutscht halt in jede Rille und in jede Pore hinein und deswegen nutzt man die halt. Ne? So, jetzt wird auch wieder der CPU-Kühler eingebaut. Lassen wir natürlich auch schön im Zeitraffer durchlaufen, das muss ich euch jetzt ja nicht erklären, oder? Ja, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Ideen oder Ratschläge, Vorschläge,
schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind für alles offen, auch Videovorschläge. Es wird in Zukunft eine neue Playlist geben oder besser gesagt ein neues Format, aber darüber werde ich euch dann bald informieren. So, Kabel verlegen, immer wieder schön. Und dann ja, habe ich noch ein kleines Gimmick, eine kleine Überraschung. Und zwar von 4 RAM-Speichern gehe ich auf 2, auf 2x16. Ich habe die Fury Beast, die Fury Renegade sind das, glaube ich, 3600 MHz. Da wurde ich ja darauf hingewiesen, dass das die bessere Variante ist und wurde sofort umgesetzt. Ne? Also ich höre auf meine Community. So, und schon sind wir wieder beim Cinebench und schauen uns mal die Ergebnisse an. Also so richtig, ja, was soll ich sagen? Es wird im Internet wird beworben zwischen, ja, die dollsten Dinger zwischen 15 Grad und 5 Grad kälter als vorher. Im Cinebench ist das jetzt nicht ganz so zu sehen, bin ich ehrlich. Ich habe für den Contact Frame 10 Euro bezahlt. Ja, das Einzige, was sich verändert hat, ist meine Punktzahl, kann aber auch an den RAM-Speichern liegen, die jetzt den Prozessor anders versorgen, aber lassen wir das mal außen vor. Schauen wir mal lieber, wie das in Apex aussieht. Und zwar muss ich dazu sagen, wenn ihr das oben links verfolgt, die CPU-Temperatur ist nicht nochmal auf die 70 oder besser, also jetzt kommen gerade die 70, klar, auf die 72, was ich als Höchstwert hatte, ausgeschlagen. Ne? Und ich muss sagen, relativ stabil, 3-4 Grad würde ich vielleicht sagen, weniger beim World War 3. Ja, ist jetzt ein Unterschied da oder nicht? Also ihr könnt es ja mal selber so ein bisschen vergleichen. Ich muss sagen, also im Spielemodus definitiv ein paar Grad weniger, aber ist es das wert? Ich sage mal so, ich habe 10 Euro bezahlt und ein bisschen Arbeit investiert. Und ich sag mal, wer jetzt das Zünglein an der Waage noch braucht, der kann sich das gerne kaufen. Ansonsten würde ich sagen, lieber eine ordentliche Wasserkühlung reinbauen und alles ist in Ordnung. Meine Meinung zu diesem Contact Frame. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin, viel Spaß!